Versteh schon. Du bist ein Geist. Ich bin nicht hier, um dich zu rekrutieren, also lass den Scheiß. Ich habe einen Brief für dich von deinem Papa, Lorenzo Canseco. Was? Er hat nie zugegeben, mein Vater zu sein. Er hat sich nicht getraut. Also hat er sich in den Bergen versteckt, aus Angst vor dir. Siehst du da irgendeine Parallele, Felipe? Brauchst du eine Zeichnung? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich habe keine Angst. Ich bin ein Geist. Oh, wie unheimlich. Binga. So eine Scheiße leckt mich am Arsch. Wieso habe ich das Gefühl, dass der Typ, der da schreit, eins von Lorenzos Kindern ist? Befreie mich doch jemand! Hilfe! Bist du Thiago? Hilfe! Was ist los? Ja, bin ich! Hilf mir! Hol mich hier raus! Die Tür ist von innen versperrt. Wie komme ich rein? Los. Ich habe einen Brief für dich, Thiago. Von Lorenzo Canseco. Mein Papa? Weißt du, dass er an all dem schuld ist? Von ihm habe ich diese Veranlagung, zu viele Geliebte zu haben. Ich will monogam leben, aber ich kann nicht. Ich kann nicht. Immer wenn mir eine Frau zu nahe kommt oder ich liebe dich sagt, fliehe ich in die Arme der Nächsten. Und dann der Nächsten und der Nächsten. Ich leide unter dem Fluch meines Vaters, nie sesshaft werden zu können. Klingt nicht wie ein Fluch, sondern eher, als wärst du ein ziemliches Arschloch. Dios mio! Vielleicht finde ich in der Werkstatt. Etwas kommt. Du spürst das auch, als ich jünger war. Alle willkommen. Du kommst im Zorn. Um unsere Waffen zu stehlen, unsere aber das lassen wir nicht zu. Weder wird uns ihre Verletzlichkeit muss bekannt sein, um vergeben. Riel? Du siehst, sie kommen zu mir. Sie kommen, um mich aufzunehmen. Sie kommen, um zu zerstören, was wir aufgebaut haben. Wir wussten, dieser Tag kommt. Wir sind darauf vorbereitet. Geh! Ich habe einen Brief für dich. Von Lorenzo Canseco. Dem Vater. Deinem echten Vater. Trotz allem, was du getan hast, kannst du immer noch erlöst werden. Du bist nicht irrtümlich oder zufällig hier. Danke für den Brief. Ja, gern geschehen. Du willst es nicht verstehen. Du begreifst immer noch nicht, was du tust, oder? Aber nur du kannst dir diese Einsicht verschaffen. Only you. Okay, ich bin raus. Das Spiel spiele ich nicht mit.
Vielleicht können mir diese Leute sagen, wo Juan ist. Was zum Teufel war das? Ist Juan hier? Hey Juan, geht es dir gut? Mir schon. Aber sie haben meine Felder überflutet. Alles ist dahin. Meine Frau hat mich verlassen. Mein Leben ist wertlos. Also, ich habe einen Brief von deinem Vater, Lorenzo Canseco. Natürlich meldet sich dieser Wichser genau jetzt, wenn er Geld will. Ich hab keins. Hast du schon mal dein ganzes Leben etwas aufgebaut und dann mit angesehen, wie alles zerstört wird? Werd bloß nicht alt. Du siehst deine Freunde sterben, wirst einsam. Ich blicke auf die schlechten Entscheidungen meines Lebens zurück. Jede einzelne. Ich will nur noch so viel rumtrinken, wie ich kann. Und weinen. Und sterben. Aber hey, jetzt habe ich einen Brief. Verdammt, das ist... Naja, also ich gehe dann mal. Vielleicht holst du die Hilfe, Arcere. Hilfe? Wieso Hilfe? Ich habe doch jetzt Lorenzos Brief. Oder? Oder? Alter. Das ist das Haus mit dem Schuppen von Lorenzos Foto. Irgendwie hat dieses Soldat dich verärgert. Du wagst es, meine Frau zu malen? Du kannst dich nicht ewig verstecken! Conio! Hände raus! Wow. Vielen Dank. Hola. Ich habe einen Brief für dich von Lorenzo Canseco, deinem Vater. Es tut ihm leid. Nehme ich an. Ein Brief von... Jahrelang hat er abgestritten, mein Vater zu sein. Jetzt entschuldigt er sich endlich. Meine Seele, mein Herz. Alles ist von väterlicher Liebe durchströmt. Und gleichzeitig von großer Verwirrung. Enttäuschung. Ekel. Diese Flut an Gefühlen. Das ist das Haus am Fluss. Von, der Hund scheint Bescheid zu wissen. Na, mein Guter? Weißt du, wo Maricella ist? Braver Hund, braver. Wer ist dein guter Schornchen? Hm? Sagst du mir, wo Maricella ist? Marcella? Ja? Wir wollen kein Ärger, Guerriero. Gibt es ein Problem? Das ist das Haus am Fluss von Lorenzos Fotos. Marcella, dieser Brief ist für dich.
von Lorenzo Canseco. Ich wette, jetzt gibt er endlich zu, dass er mein Vater ist. Moment, Lorenzo ist auch dein Vater? Oh nein, wir sind verwandt? Ich glaube, mir wird schlecht. Ich glaube, wir brauchen einen Moment. Oh, okay, gut, ja. Du, ich glaube, ich gehe da mal. Ein Brief von Lorenzo Canseco. Ich wusste, dass der Alte sich irgendwann bei mir meldet. Liegt er im Sterben? Nein. Also nicht, dass ich wüsste. Naja, ich denke, in gewisser Weise sterben wir ja sowieso alle vor uns hin. Oder? Cool. Viel Spaß mit dem Brief.